Und ich bin sehr froh, die Frau Klöckner hier begrüßen zu können. Und ich bin noch viel froher, dass die Frau Klöckner extra für mich und für die Firma Kerstin Ritter Hörgeräte und für Sie als Gäste heute hier erschienen ist. Frau Klöckner spricht gleich ein Grußwort, und wer die Frau Klöckner nicht kennt, ich lese das gerade mal vor, weil das so ein langer Titel ist, Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag. Aber ich denke, das ist den meisten von Ihnen bekannt. Und begleitet ist sie von der Frau Antilezius, Mitglied des Deutschen Bundestages. Und die Frau Klöckner wird uns jetzt mal vielleicht ein Grußwort sprechen. Frau Klöckner, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne, liebe Frau Ritter. Grußworte sind ein kurzer Gruß, damit es keine parallele Rede ist, sondern einfach schlichtweg ein Dankeschön, einen herzlichen Glückwunsch auch zur Unternehmensgeschichte und vor allen Dingen auch zu den vielen erfolgreichen Jahren. Und ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt, Stichwort Hörgeräte, oder umgekehrt. Ich dachte, man beschäftigt sich erst damit, wenn man älter wird. Aber wie ich weiß und höre, sind auch schon junge Leute, brauchen an der einen oder anderen Stelle schon technische Hilfsmittel, damit sie so an der Kommunikation und auch am Leben teilhaben können, wie es eigentlich gut ist für die Orientierung. Egal, ob man jung oder alt ist, Hörgeräte oder auch die Unterstützung für die Kommunikation ist so komplex. Und wenn wir heute sehen, wie dezent Hörgeräte aussehen, wie schick sie auch aussehen können, dann nimmt man auch dem einen oder anderen die Hemmungen davor. Ich habe neulich mit meinem Vater, der ist Jahrgang 35, gesprochen. Der will sowas eigentlich nicht. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen auch in guten Gespräch dann rüberbringen, denn am Ende ist das, was man gewinnt, eine gute, umfassende Teilhabe. Und darum geht es. Wie wird sowas finanziert? Wie wird die Forschung und die Technik vorangetrieben? Und vor allen Dingen, wie bekommen Sie auch Fachleute in der Branche und Nachwuchs, und die auch entsprechend ausgebildet von der Schule auch kommen. Das alles sind die Herausforderungen. Wir sind dankbar, dass Sie bei uns hier im ländlichen Raum sind und das eben anbieten. Und ich habe beim Nachlesen mitbekommen, ich weiß nicht, ob es stimmt, Frau Ritter, dass unser Ohr rund 400.000 verschiedene Töne hören kann. 40.000, dann war es eine Null zu viel, finde ich aber auch schon viel, 40.000. Das hinzubekommen mit den Frequenzen, mit dem Druck auf einem Ohr und was es aber heißt, wenn man nicht hört und von den Lippen sozusagen ablesen muss. Also was unsere Sinne und Organe eigentlich für das Zusammensein bedeuten, das wird einem, glaube ich, dann klar, wenn sie beeinträchtigt sind. Und das macht Leben, Lebensqualität aus. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Ich weiß, liebe Frau Ritter, Sie sind irgendwie überall, wo ich hinkomme, haben Sie Ihre Filialen und auch viele andere, die sich einfach aktiv um die kümmern, die auf Hilfe angewiesen sind. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, große Akzeptanz, das ist wichtig, und natürlich die Breitenwirkung, die man auch braucht, damit die Leute, die auf diese Hilfe angewiesen sind, die Unterstützung auch wissen, wo sie hinkommen. Und deshalb bin ich heute gern hergekommen, bin quasi auf der Durchfahrt Richtung Trier. Höhepunkt ist natürlich jetzt hier Ida Oberstein. Und in Trier wird heute unsere Bundeskanzlerin sein. Aber wie gesagt, wenn es ein paar gibt, die schlecht hören, die davor sitzen, dann schicke ich die alle nach Ida Oberstein. Alles Gute Ihnen, gutes Wochenende. Und dann in Trier gibt es auch noch eine Filiale. Aber ich wünsche Ihnen schlichtweg mit Ihrer Arbeit viel Erfolg und auch die Dankbarkeit, die von denen zurückkommt, die am Ende sagen, mir geht's mit Ihrer Hilfe besser. Alles Gute dafür. Ja, Herr Schneider, Herr Dr. Schneider, Landrat des Kreises Birkenfeld. Bitte sehr. Ja, liebe Frau Ritter, ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite aus im Namen des Landkreises. Auch ein herzliches Willkommen und vor allen Dingen all denen, die sich heute hier engagieren, hier einbringen, zu der für meine Begriffe, doch auch für unsere Region, vor dem Hintergrund, dass wir doch, ich bemühe jetzt mal wieder das Wort, demografischer Wandel, zunehmend älter werden, denke ich auch ein wichtiges Thema, das mit der heutigen Hausmesse hier besetzt ist. Wenn wir von Schwerhörigkeit sprechen, dann hat das mehrere Ebenen. Meine Frau sagt zu mir auch oft, du hörst schwer. Dann hat das aber einen anderen Hintergrund, wenn meine Frau zu mir sagt. Das hat aber auch den Aspekt, dass viele Menschen, das, was auch gerade Julia Klöckner hier angesprochen hat, tatsächlich schwer hören. Und wenn ich mit den Bürgern bei mir, man schaut ja dann doch hin und wieder mal auch hinter das Ohr, man merkt das ja auch im Verhalten des anderen, wo bist du denn? Wo bist du denn in der Aufnahme? Wo wirst du denn technisch betreut? Und dann höre ich sehr oft beim Hörgeräteritter.
Das hat vielerlei Aspekte. Das liegt einfach an der Kundennähe, mit der Hörgeräte-Ritter eben der Vielfalt seiner Filialen dann auch an den Menschen dran ist. Und das halte ich für ganz wichtig, dass wir gerade in unserem Landkreis omnipräsent sind, so wie es eben Kerstin Ritter mit ihrem Haus dann auch vollführt. Ich von meiner Seite aus, liebe Frau Ritter, wünsche Ihnen weiterhin und Ihrem Unternehmen weiterhin alles Gute. Ich habe ja auch schon gerade mitbekommen, dass das Unternehmen Kerstin Ritter international besetzt ist, auch in der Führungsspitze. Toi, toi, toi. Das wirft natürlich nochmal vielerlei Potenzial und Möglichkeiten auf. Weiterhin alles Gute. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns tatsächlich auch vielleicht auch mal im Technischen in 20 Jahren dann begegnen. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin Ihnen alles Gute.